Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Michael, der Barbecue-Bär, und wie ihr sicherlich im Videotitel gesehen habt, ich habe mir einen neuen Grill gekauft. Das Ganze steht hier. Wir werden das Ganze jetzt auspacken, aufbauen und uns angucken. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Hier steht das gute Stück. Ich habe mir einen Sogambo Keramikgrill gekauft. Sogambo ist eine kleine Firma hier in Deutschland, wo von der Produktentwicklung bis zum Vertrieb alles stattfindet. Ich habe das im Internet gefunden, fand die Firma sehr interessant, habe auch mal mit dem Inhaber gesprochen, was wie wo alles mit dem Grill soweit verbunden ist, wie die Ersatzteilbeschaffung ist und alles. Aber das werde ich euch im Video nochmal genau erklären. Wenn ihr euch den bestellt, kommt der hier so auf einer Palette mit zwei Packstücken. Und der DHL-Fahrer, der ist auch so lieb, wenn ihr sagt, stellt mir den ins Carport, Garage, Garten, macht er das in der Regel. Ist also nicht das Problem. Ich habe mir den an einem Freitagnachmittag bestellt und war echt überrascht, dass der dann mittwochs schon hier bei mir in der Garage gestanden hat. Also 3 Werktage hat das Ganze gedauert, weil die eigentlich hier in Deutschland immer vorrätig sind. Aber jetzt würde ich sagen, nehmen wir uns ein Messer, befreien erstmal die Kartons von den Bändern, gucken rein, was alles so dabei ist und ja, fangen wir an. Bei dem Grill hier handelt es sich auch um die 2.0 Version von dem Sogambo Keramikgrill. Den gibt es jetzt ungefähr 3 Jahre. Denke ich, 3 Jahre waren es auf dem Markt. Letztes Jahr im August ungefähr hat der Hersteller diverse Änderungen an dem Grill vorgenommen, auf Kundenwunsch etc. Da werden wir auch gleich nochmal drauf eingehen, was sich erweitert wurde und was geändert wurde. Aber jetzt nehmen wir erstmal das Messer und machen den ersten Karton auf. So, offen ist er. Das scheint der Karton mit dem kompletten Zubehör zu sein. Ich sehe schon, hier haben wir einmal ein komplett vormontiertes Nest. Das war bis zum letzten Jahr nicht so. Das kam noch komplett in Einzelteilen. Man musste sich das komplett zusammenbauen. Das hat der Hersteller jetzt aber so geregelt, dass das schon mal komplett vormontiert ist. Dann als nächstes hat er an dem Nest diese Rollen verändert. Er hat die vergrößert, sprich er hat jetzt hier 100er Rollen dran und keine 75er mehr, also diese etwas kleineren. Hat den Hintergrund, dass der vom Gewicht her, sage ich mal, besser austariert ist, sich besser schieben lässt und auch wenn man, sage ich mal, eine Terrasse mit Pflastersteinen hat, wo diese kleinen Rollen immer drin hängen bleiben. Das soll mit den großen nicht mehr passieren. Das heißt, man hat also nicht die Gefahr, dass man das Ding umschmeißt. Aber das nehmen wir jetzt erstmal raus, stellen uns das hier hin. Das vormontierte Nest haben wir jetzt gefunden, steht hier. Das heißt, wir müssen uns jetzt, glaube ich, nur noch hier von den Schutzklebebändern befreien. Und dann ist das schon mal komplett vormontiert. Das heißt, die Arbeit haben wir uns schon mal komplett gespart. Rollen tut sich das Ganze richtig stabil, ist es auch. Dann haben wir hier noch 2 Rollen mit Feststellbremsen. Das wird nachher vorne, aber jetzt geht es wieder an den Karton. Wir räumen weiter aus. Das ganze Zubehör habe ich jetzt aus dem Karton rausgenommen und hier oben auf dem anderen Karton positioniert. Hier haben wir einmal einen Grillrost mit 3 Säulen. Dann als nächstes haben wir hier, da müssen wir mal reingucken. Das schneiden wir mal auf. Ich muss sagen, das ist alles super verpackt. Ah ja, hier haben wir einmal dann die Grillabdeckung, dass wir den nachher auch schön geschützt irgendwo hinstellen können. So, dann als nächstes nehmen wir uns den Karton. Ach so, Anleitung und einmal das Deckelventil. Hier ist das Deckelventil, das hat auch diverse Neuerungen bekommen. Einmal sind das hier diese 2 Schnellspannverschlüsse, um oben diese Lüftereinstellungen fixieren zu können. Wie das genau funktioniert, gucken wir uns natürlich nachher am Grill an, wenn er komplett montiert ist. Dann als nächstes verfügt das Deckelventil hier über mehr Luftdurchlass als das Vorgängermodell, was bei den ersten dran war. Das heißt, die Löcher oben sind größer geworden und man kann das Deckelventil weiter öffnen als das Vorgängermodell. Das Vorgänger ging ungefähr bis zur Hälfte und das kann man fast komplett öffnen. Jetzt kommen wir zum nächsten verpackten Paket.
Okay, da ist einmal der Griff drin für den Deckel. Dann noch ein Schraubenschlüssel, denke ich mal, um das Ganze montieren zu können. Dann geht es noch weiter. Da haben wir hier einmal das Aschetool, um hinterher uns unten die Asche rausziehen zu können. Und einmal die Räucherschiene. Jetzt haben wir hier noch unseren letzten Karton, der in dem Zubehörkarton war. Da befinden sich dann unsere Bambus-Seitentische drin, die man hinterher schön einhängen kann, wo man dann eine schöne Abstellfläche hat. Jetzt werde ich erstmal das ganze Papier und das Zubehör beiseite stellen und dann fangen wir mit dem großen Karton an. Jetzt kommen wir zum Besten überhaupt. Jetzt können wir endlich den Deckel aufmachen. Und was kommt zum Vorschein? Unser Grill. Hier ist das neue Spielzeug. Ihr seht, das ist ein stattlicher Apparat. Ich werde jetzt erstmal hier diese ganze Kartonage wegmachen, dass wir uns mal angucken können, was für ein Apparat das auch wirklich ist. Alter Verwalter. Das ist ein Trumm. Wow, ihr seht, hier steht er. Ich räume jetzt erstmal gerade die ganze Pappe weg. Und ich muss wirklich sagen, ich bin echt schwer überrascht. Der Hersteller verzichtet bewusst komplett auf Plastik. Es ist alles nur in Pappe eingepackt. Ich habe bisher noch kein Stück Plastik in der Hand gehabt. Finde ich Wahnsinn. Also, dass da wirklich auf Plastik der Umwelt zuliebe verzichtet wird, finde ich super. Bevor wir unseren Sogambo jetzt mit dem Nest hier verheiraten können, öffne ich den mal und werde ja da erstmal das ganze vorhandene Zubehör, was jetzt hier noch bei ist, ausräumen. Was das im Detail ist, gucken wir uns natürlich gleich noch an, wenn er im Nest steht. Aber ich räume das jetzt aus und dann werden wir das Teil ins Nest heben. Ich habe den Sogambo jetzt komplett ausgeräumt, werde den jetzt wieder verschließen, werde mir einen zweiten Mann holen und dann feiern wir Richtfest. Ich habe jetzt hier einen zweiten starken Mann da. Wir stellen uns das Nest hier hin. Die Bremsrollen sollen nach vorne zeigen. Er steht auch fest. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir das Ding da reingewuchtet kriegen. Dazu packe ich hier unten in diesen Lüftungsauslass. Und hepp. Und da steht er drin. Ist noch nicht mittig. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen anheben und drehen. So ist gut. So, Richtfest gefeiert. Der Grill steht in seinem Nest. Nachdem wir unseren Grill jetzt ins Nest gehoben haben, werden wir natürlich alles montieren und komplett zusammenbauen. Das heißt, wir werden uns jetzt zuerst hier unseren Griff für den Deckel nehmen, werden hier die Muttern abdrehen. Und werden den dann einfach hier dran montieren. Dann die Muttern genommen. Einfach wieder angesetzt und dann mit dem dabei gelieferten Schraubenschlüssel angezogen. Nachdem wir jetzt unseren Griff vom Deckel montiert haben, kümmern wir uns um das Deckelventil. Und aufgrund, weil das ja verändert wurde, wie ich anfangs schon erwähnt habe, ist der Durchmesser hier von dem Deckelventil ein bisschen größer als der hier vom Korpus. Deswegen ist hier so ein Adapterfilz dran und deswegen sollte man das nicht einfach nehmen und draufdrücken, weil dann kann es passieren, dass wir uns hier unsere Filzdichtung wegschieben oder sie sogar beschädigen. Deswegen sollte man das nehmen, aufsetzen und schön drauf drehen. So, ich hoffe, es sitzt jetzt einigermaßen gerade. Ja, so können wir das lassen. Und das Deckelventil verfügt ebenfalls hier über so zwei Schnellspannvorrichtungen, die man sich hier öffnen kann. Die haben folgenden Grund. Das heißt, wenn ich jetzt den Deckel hier öffnen würde, müsste mal kurz reingucken oder sonst was machen und ich mache den auf. Dann kann es passieren, ihr seht, es schlägt zu. Wenn ich das jetzt aber öffne und fixiere mir das hier mit dem Teil,
und öffne wieder, dann ist das fest, also das passiert nicht mehr. Also es kann sich also nicht mehr verstellen. Das ist sowohl für die große Öffnung als auch hier oben für die kleinen. Das heißt, wenn ihr den einmal eingestellt habt, müsst mal reingucken, fixiert ihr euch das so, wie es war. Das heißt, der Grill läuft immer mit denselben Einstellungen weiter und es kann nicht beim Öffnen zuschlagen oder sonst was. Finde ich auch eine geile Lösung. Und damit wir unseren Grill jetzt erstmal von außen komplett fertigstellen, werden wir uns noch die Tische montieren. Das ist auch recht einfach. Hier haben wir einmal die Haken für Handtuch, Grillbesteck etc. Die müssen natürlich nach vorne zeigen. Und das Ganze wird einfach nur hier oben zwischen in die Nut gelegt, runtergedrückt und unsere Bambustische sind fertig montiert. Dasselbe machen wir noch mit dem zweiten. Und ihr seht, so sieht das Ding von außen komplett fertig aus. Und sollten die Tische einen mal stören oder man braucht nur einen, kann man die auch ganz locker so hier einfach anklappen. Und sie stören einen schon nicht mehr. Aber jetzt machen wir uns ans Innenleben. Jetzt als nächstes setzen wir uns hier die Feuerbox ein. Die nehmen wir natürlich ganz vorsichtig, setzen die ein. Wichtig ist natürlich, die so auszurichten, dass wir hier, wo unsere Räucherschiene reinkommt, dass diese Öffnung nach hier zeigt. Und hier haben wir dann noch einmal eine schöne Dehnungsfuge, damit, wenn da Hitze drauf kommt, uns das Teil nicht reißt. Jetzt als nächstes kommt der Feuerring. Der kommt einfach so hier oben drauf. Da müsst ihr auch drauf achten, dass er schön parallel hier drauf steht. Und wie gesagt, dass die Öffnung für die Räucherschiene gegeben ist. Das haben wir auch. Jetzt kommt der Kohlerost. Der ist auch komplett aus Guss. Hat hier, glaube ich, auch so ein bisschen angefasste Ecken. Das zeigt nach oben. Den werden wir jetzt auch noch einsetzen. Und jetzt geht es weiter mit dem Zubehör. Jetzt als nächstes habe ich hier unseren Halter für die Grillroste und den Deflektorstein. Den setzen wir auch einfach nur hier drauf. Wie ihr den letztendlich setzt, ist egal. Aber ich finde es schon so praktikabel, wenn das hier so wirklich so ausgerichtet ist, wie es jetzt ist. Da können wir uns dann jetzt hier unten unseren halben Deflektorstein einsetzen. Entweder nutzen wir nur einen halben, sagen jetzt hier ist die Glut, wir brennen uns ein Steak richtig scharf an oder was auch immer, legen das dann hier rüber in unsere indirekte Zone, wo wir das dann gar ziehen können. Oder wenn wir sowieso nur einen Longjob machen, setzen wir das Ganze so hier komplett ein. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, zur ersten Lage oder zu unserem ersten Grillrost. Den können wir uns hier unten aufsetzen. Das heißt, hier hätten wir dann schon mal eine Ebene. Dann als nächstes haben wir die Möglichkeit, hier oben noch eine draufzusetzen. Da müssen wir aber gucken. Da sind hier so Nasen. Das heißt, auf der einen Seite hier können wir uns den in den Rost einhängen. Hier legen wir den nur so auf. Und auf der anderen Seite machen wir das Ganze genau andersrum. Das hat den Vorteil, dass die fest sind und uns nach unten nicht abhauen können. Somit haben wir jetzt eine Grillebene. Und die zweite Grillebene, auf der hier unten über dem Deflektorstein zum Beispiel, könnten wir eine Wasserschale, Edelstahlschale machen, um herabtropfendes Fett aufzufangen. Oder sogar Schweinenacken von der Dicke her könnte gerade so gehen. Das ist einmal die Möglichkeit, die wir haben. Und wenn wir dem Ganzen jetzt noch einen oben drauf setzen wollen, das ist das, was ich anfangs erwähnt habe, gibt es hier noch einmal die dritte Rosterhöhung. Das heißt, wir haben 1, 2, 3 Rostebenen. Einmal hier oben, sage ich mal, passen 2 Nacken drauf, hier vielleicht 5 und unten, also da ist richtig Platz drin in dem Ding. Und wie gesagt, das hier ist eine Neuerung, der ist jetzt bei der 2.0 Version dabei. Das war vorher nicht der Fall. Dann ist noch dabei hier ein so ein Pizzastein. Da können wir, wie gesagt, Pizza mit backen bzw. Brot mit backen in dem Grill. Das sollte alles möglich sein. Die ist einmal komplett dabei. Entweder nehmen wir den jetzt hier auf dem Rost. Oder um das ein bisschen noch mehr zu entkoppeln, haben wir ja hier unsere dritte Erhöhung. Und das heißt, wir können dann hier drauf backen. Dann als nächstes haben wir hier noch einen Halter. Der heißt Halter für Diverses. Den kann man sich hier oben auf die Ebene setzen oder sogar hier auf die untere. Da könnte man dann, sage ich mal, ein
Wok drauf positionieren. Das heißt, man kann in dem Grill von unten mit Volldampf, wenn er richtig Schub und Hitze hat, was die Keramikgrills in der Regel haben, beziehungsweise generell die Kamados, wenn von unten richtig 450 Grad sollte dabei kein Problem sein, kann man hier schön einen Wok nutzen. Oder man, wie ich schon erwähnt habe, nimmt man das Teil, setzt das unten rein, hat dann quasi hier seine Glut und man kann dann einen Dutch Oven benutzen. So, nachdem wir unseren Grill jetzt komplett gefüllt hatten, habe ich jetzt hier unsere Räucherschiene. Ich habe da mal Späne reingemacht. Das heißt, bei dem Grill könnte auch, wenn der Deckel geschlossen ist und das Grillgut schon drinnen liegt, räuchern. Dazu müssen wir uns nur hier vorne diesen Deckel entfernen. Den kann man einfach rausziehen. Dann nehmen wir uns hier unsere Räucherschiene, schieben die so rein. Und ihr seht dann, ich habe jetzt hier extra nur eine halbe Deflektorschale reingemacht. Wenn jetzt hier die ganze drinne wäre, seht ihr, schiebt man ihn rein. Man braucht es also so fast bis zum Anschlag. Man dreht es und unsere Späne fallen in die Glut. Und man kann das halt ständig wiederholen beim Räuchern, ohne dass man halt jedes Mal den Deflektor rausmachen muss oder an Seiten. Das finde ich auch eine gute Lösung, aber das haben große Hersteller auch. Aber wie gesagt, das geht mit Chips und sogar Chunks würden hier reingehen. Und man kann das reinmachen, drehen und dann hat man, also man muss den Grill nicht öffnen, um räuchern zu können. Ihr seht, unser Grill ist jetzt komplett aufgebaut. Zu den Materialien wollte ich noch sagen, diese Roste, alles was hierbei ist, ist Edelstahl. Also das Nest, die ganzen Roste, die ganzen Anbauteile. Was ich dann auch noch gut finde, ist halt, was auch bei den wenigsten der Fall ist, dass wir hier gleich unsere Abdeckhaube dabei ist. Und das ist hier nicht so nüttiges Zeug, das ist schon was Hochwertigeres. Das heißt, man kann die Tische so dran lassen und man kann ihn dann einfach abdecken. Ich sehe gerade, hier hinten ist sogar ein Reißverschluss oder ein Klettverschluss dran. Das erleichtert das Ganze. Das finde ich auch sehr, sehr positiv, dass die dabei ist. Das hat, wie gesagt, nicht jeder Grill. Was mir dann, wie ich eben schon erwähnte, auch noch positiv ins Auge gestochen ist, dass hier diese ganze Verpackungsmaterial wirklich nur Pappe ist. Da ist kein Stück Plastik bei gewesen. Und auch wirklich nur da Pappe gewesen, wo man es auch gebraucht hat. Jetzt kommen wir noch mal so zum abschließenden Fazit. Die Frage aller Fragen, was kostet dieser Grill, so wie er jetzt hier steht, so wie ich euch in dem Video gezeigt habe. Da kostet der rund 1289 Euro. Da ist aber der Versand mit drin. Ist der Versand jetzt raus? Man kann ihn auch selber abholen, wenn man, sage ich mal, in der Nähe ist oder sonst was. Dann kostet das Gerät nur 1190 Euro. So, und warum ist es jetzt dieser geworden? Ja, weil ich der Meinung bin, hier stimmt also das Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich habe hier einen ganzen Schwung voll Zubehör dabei, was nicht bei jedem, ja, sage ich mal, namhaften Hersteller schon dabei ist. Dann habe ich eine Grillrostgröße hier von 52 cm. Bei den namhaften Herstellern, sage ich jetzt mal, fängt das an bei 47. Dann habe ich das Grundmodell oder wenn ich dann das nächstgrößere nehme, das Premium-Modell, dann bin ich bei 55. Somit habe ich hier schon gleich diese 52 cm. Habe dann halt, wie gesagt, das ganze Zubehör dabei. Hier gibt es noch genügend Zubehör dazu. Man kann sich noch eine Rotisserie kaufen, die gibt es. Es gibt einen Kohlekorb. Dann haben wir noch die Möglichkeit, hier Grillplatten oder Grillroste aus Guss reinzumachen. Also das ist alles an Zubehör möglich. Dann passt die Ersatzteilversorgung. Das heißt, jedes Ersatzteil, was hier so einzeln dran ist, ob es jetzt die Schnellspannverschlüsse ist, Thermometer, Griff, Tische, Rollen, alles. Hier selbst hier hinten die Federn gibt es als Ersatzteil. Das ist auch eigentlich immer vorrätig. Das heißt, man muss nicht lange warten. Und was ich halt noch gut finde, wie gesagt, hier handelt es sich ja um die 2.0er Version. Das heißt, das ist dieser verbesserte Keramikgrill. Da gibt es ja diverse Neuerungen, wie das vormontierte Nest, die veränderten Rollen, die dritte Rosterhöhung, das geänderte Deckelventil. Und das ist auch alles ohne Aufpreis geblieben. Sprich, der Preis ist zum Vorgängermodell gleich geblieben. Das heißt, der Hersteller hat jetzt nicht gesagt, ich habe jetzt 1000 Veränderungen genommen und mache das dann dementsprechend 100 Euro teurer. Ich freue mich drauf, den Grill jetzt endlich einbrennen zu können und nutzen zu können.
Dafür musste natürlich hier auch ein Grill weichen. Das war in meinem Fall jetzt der Keck. Den habe ich abgegeben. Ich habe jetzt nur noch diesen Keramikgrill, weil ich bin der Meinung, damit habe ich jetzt genug Möglichkeiten, irgendwie arbeiten zu können. Und man, ja, normal sagt man, 10 Grills sind gar nichts. Aber wie gesagt, der ist leider Geschichte. Den habe ich abgegeben. Und dann noch von vorne weg, um das gleich klarzustellen, das Teil ist von mir gekauft und bezahlt. Hier handelt es nicht um Sponsoring oder sonst was. Der ist komplett bezahlt. Hier ist auch meine Rechnung. So, und dann, falls ihr Interesse an so einem Grill habt, ich werde euch alles dazu unten in der Infobox verlinken, wo ihr den findet, mit Links, Preis, Beschreibung. Ja, und dann würde ich sagen, wenn euch das Video wiederum gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, über einen freundlichen Kommentar, über ein Abo erst recht. Ja, und dann würde ich sagen, gehabt euch wohl, bis zum nächsten Mal, macht's gut, euer Michael, ciao.